Hallo, meine lieben Zuschauer, und herzlich willkommen zu einem neuen Star Wars Republic Projekt. Und zwar spielen wir diesmal den imperialen Agent, beziehungsweise imperiale Agentin. Und zwar als Scharfschützen. Und diesmal nehmen wir mal die Spezies Schiss. Ich erledige meine Arbeit gründlich. Ja, davon bin ich überzeugt. So, also. Ich erledige meine Arbeit gründlich. Also, ich habe mir schon mal aufgeschrieben, was denn jetzt hier so an Attributen hier, also Körperbau, Kopf 1, Namen 1, dann will ich auch 1 haben, Kosmetik auch 1, Haare. Ich hasse es, wenn meine Zeit vergeudet wird. So, 45. So, Haarfarbe. Hautfarbe. 1. Ich diene dem Imperium. Ja, dann mach mal. So, mal sehen, ob der Name aber auch hingeht. Wenn nicht, habe ich ein Problem. Da muss ich mir erstmal einen neuen ausdenken. Ich habe nämlich keinen Ersatznamen ausgedacht. Shirin Padendra. Gut. Yes! Da wollen wir die Republik mal auslöschen, ne? Ich hoffe, dass du mich dabei tatkräftig unterstützt. Für das Imperium. Ups, ich glaube, gleich gibt's Ärger.
Sichere Verbindung hergestellt. Hier spricht der Aufseher. Wir können offen reden, Agent. Ich übermittle euch eure Befehle. Ich bin bereit, Sir. Wie lautet der Auftrag? In einem Wort: Umsturz. Ihr wurdet aufgrund eurer überragenden Leistung während des Trainings für diesen Auftrag ausgewählt. Der imperiale Geheimdienst braucht Leute, die unabhängig arbeiten können. Jetzt werdet ihr das im Training Erlernte im Ernstfall einsetzen. Nemro, der Hutte und seine Organisation haben das Sagen in Jiguna. Eure Aufgabe ist es, Nemro davon zu überzeugen, dem Imperium zu dienen. Verstanden. Wie gehe ich vor? Wir müssen wissen, was Nemro und seine Berater denken, bevor wir handeln können. Ich möchte, dass ihr euch Zugang zum inneren Kreis von Nemros Clan verschafft. Ihr werdet eine Tarnung brauchen. Einer unserer Kontakte, ein Fremdling namens Jake, hat einen Hintergrund für euch vorbereitet und wird euch mit den Details versorgen. Und wer werde ich sein? Ihr werdet in die Rolle einer Piratin und Händlerin schlüpfen, die Huta besucht. Aber wie ich schon sagte, unser Kontakt wird euch mit den Details versorgen. Jake erwartet euch in einem Unterschlupf. Findet ihn, nehmt, was er euch anbietet und meldet euch bei mir zurück. Können wir diesem Kontakt wirklich trauen? Jake wird uns nicht betrügen. Ob er seine Aufgabe auch zufriedenstellend erledigen kann, ist eine andere Sache. Ich würde mir eher um die restliche Bevölkerung Sorgen machen. Der Großteil von Jiguna ist in Revierstreitigkeiten verwickelt. Einige der beteiligten Banden gehören zu den Hutten, andere sind unabhängig. Euer Kampftraining wird euch sicher weiterhelfen, aber rechnet mit Brutalität und damit, dass man euch ins Visier nimmt. Jiguna heißt Fremde nicht willkommen. Und jetzt sucht Jake auf und erstattet mir danach Bericht. Aufseher, Ende. Ja, dann wollen wir mal, ne? So, Leute, ich habe jetzt eben gerade mal ein bisschen meine E-Mails-Geschichte da nochmal erledigt und über den Schnellleisten nur kurz das geändert und. Aber jetzt rennen wir mal los und gehen und sprechen mit Jeet oder wie er da heißt. Warte mal, kann ich den? Gehen wir mal kurz rein, ich will mal kurz das ausprobieren. Coole Sache. Machen wir sie alle platt. Gut, jetzt reden wir mal Jeet, oder wie er da heißt. Acrodo Nomales, Smogas Total Gis Bava Apiatai. Ich höre zu, bitte. Vataranai Angomis Akananon, Alas Protas Era. Gratai Aptite, Irprit Bertini Savasia Savebe Kaijis. Wenn da draußen eine andere rote Klinge ist, wird es dann keine Probleme geben? Smal sio pobudus mana ira padare mananan kali. Vataranai ango mis akananon alas protas era. Was für eine Störung? Acrodo nomales, smogas total gis bavo apiatai. Gratai aptite, iruprit. Bertini Savasia Savebe Kaijis.
Dann lasst uns das schnell und leise angehen. Atrodo normales. Smogas total gispavo apiatai. Vataranai angomis akananon. Alas protas era. Okay, so, was ich jetzt hier noch vergessen habe zu erwähnen, upsala, war, dass ich jetzt hier also nur die Klassenstory spiele. Also nur die Klassenstory spiele und die, warte mal hier, die, ah, hier die Einstellung für Hell- und Dunkelentscheidung ausschalte. So, was wollte ich denn jetzt eigentlich machen? Oh, Leute, ihr habt mich jetzt wieder ganz aus dem Konzept gebracht. Ja, das soll ich aus. Aber was wollte ich denn jetzt noch machen? Ach, ich komme da jetzt nicht drauf. Ich komme da jetzt nicht drauf. Oh, warte mal ganz kurz. So. Was wollte ich jetzt noch machen? Ach, egal. Weiß ich jetzt nicht mehr, scheiße. So, wo muss ich jetzt eigentlich hin? So. Jeder Schuss ein Treffer. Wunderbar. Infiltriere das Verbrecherversteck. Dann machen wir nochmal wert. Schalte die Diebe aus. Okay, Bonus nehmen wir jetzt einfach mal mit. Lässt mir jetzt absolut keine Ruhe, ne? Alles eure Schuld. Sio Teisek la Prasma era. Agra vimos brandimus prostis cad at veritag. Das habt ihr gut gemacht. Das Imperium ist euch dankbar. Francija baja as advexia. Vataranai ango mis akananon. Alas protas era. Jake, von diesem Punkt an hat die Sicherheit der Operation oberste Priorität. Ihr werdet uns nicht noch einmal von diesem Terminal aus kontaktieren. Smal sio pobudus mana ira padare mana nan kali. Wie ich es verstehe, habt ihr Jakes Fehler korrigiert. Wir werden nun fortfahren. Verstanden und bestätigt. Eure nächste Aufgabe besteht darin, Nemros inneren Kreis zu infiltrieren.
Präsentiert euch dem Hutten als Verbrecher, die rote Klinge, und bietet ihm Jakes Geschenke an. Eines der Geschenke ist mit einem Abhörgerät versehen, mit dem wir die Gespräche in Nemros Palast überwachen werden. Wenn jemand mich verdächtigt, was sollte ich dann tun? Benutzt euer Urteilsvermögen. Bringt jeden zum Schweigen oder zerstreut jeglichen Verdacht, wie es angemessen ist. Aber denkt daran, an diesem Punkt ist unser oberstes Ziel das Aufspüren von Schwachstellen in Nemros Organisation. Selbst wenn der Hutte sich uns nicht anschließt, können wir vielleicht seine Stellvertreter beeinflussen. Sprecht mit Nemro und seinen Männern. Findet heraus, wer angeworben und wer beeinflusst werden kann. Wir werden zuhören. Ich melde mich, sobald ich Neuigkeiten habe. Passt auf, wie ihr euch ausdrückt. Wenn ihr im Huttenpalast seid, seid ihr keine Imperiale mehr. Kontaktiert mich von der Kantine aus, sobald Nemro seine Geschenke hat. Aufseher, Ende. Alles klar, ich weiß es gar nicht mehr. Kann ich jetzt eigentlich den Farbkristall jetzt schon reinballern? Ne, erst ab 10. Na gut. Dass die Gangster hier immer gleich so dicht vor der Tür stehen, die denen immer fein in die Arme rennen. So, wer ist sie jetzt hier? Hallo, meine Cheese-Freundin. Sagt nichts. Benehmt euch ganz beiläufig. Wir sind alte Freunde, die sich zufällig wieder treffen und sich erzählen, wie es ihnen ergangen ist. Ein gemeinsamer Freund hält es für wichtig, dass ihr neue Fähigkeiten und Waffen erlangt. Ich habe dazu ein Treffen in Jiguna für euch organisiert. Jetzt täuscht vor, dass wir unser Wiedersehen beenden und gehen. Ganz beiläufig. Es war schön, euch wiederzusehen. Wir bleiben in Verbindung. Das tun wir, Klinge. Passt auf euch auf. Melde dich bei deinem neuen Freund. Okay, gut, dann gehen wir da erstmal hin. Ich habe sogar schon Freunde. Das ist wahrscheinlich der Ausbilder, ne? Ich kenne alle Tricks und Schliche. Laut niemandem. Besonders durch den Imperium. Reichweite 10 Meter. Gut. Packen wir es mal hier unten hin.
Die Piratin ist auf dem Weg. Den Sicherheitsdroiden nach ist sie bewaffnet, aber sie wird kein Problem darstellen. Wollen wir es hoffen. Da ist sie. Ich werde es dem Boss sagen. Hier, Karels. Sag dem Thronsaal, dass die Klinge da ist. Wenn Nemro auftaucht, haltet euch mindestens 5 Meter von ihm entfernt und bewegt euch nur auf sein Geheiß hin. Ein falscher Schritt und ihr seid ein Haufen Asche. Macht ihr euch Sorgen, dass ich Ärger mache? Ich befolge nur die Regeln. Euer Ruf eilt euch voraus und wir wollen keine Probleme. Darf ich vorstellen, Nemro der Hutte, der berühmte Verbrecherkönig von Jiguna. Schmuckstücke, großer Nemro, mehr nicht. Nicht schlecht. Nemro, die Figuren hier sind aus echtem Aurodium. Der Stoff sieht aus wie... Manama Asha Picho. Kipuna Malituta od Mishka Kabano Tazema. Ki Ubakili Wata Bangi Danko Batoga Wata. Wir müssen über das Geschäft reden. Natürlich, mächtiger Nemro. Kikunamo, Ubanchone Alipa, Istin Koto. Eure Audienz bei Nemro dürfte damit beendet sein. Verzeiht uns bitte diese Störung. Ich arbeite für diesen Hutten schon seit er meine Bande getötet hat, als ich 13 war. Glaubt mir, wenn er so ist, könnt ihr nicht mit ihm reden. Um was geht es hier überhaupt? Es gibt Probleme mit dem Fatra-Clan, die uns alle betreffen. Fatra tanzt aus der Reihe, aber das Huttenkartell ist bis jetzt noch nicht eingeschritten. Also geht es um eine geschäftliche Streitigkeit. Worum bekriegt ihr euch? Um alles. Die Minen, die Fabriken, den Sklavenhandel. Und jetzt entschuldigt mich bitte. Ich muss die Situation mit der Sicherheit besprechen und Totlasen davon abhalten, etwas Törichtes vorzuschlagen. Inzwischen seid ihr unser Gast und habt unsere Zustimmung, hier Geschäfte zu machen. Fühlt euch hier wie zu Hause. Wir sehen uns später. Hier gibt es das Suite im Palast. Na, wollen wir mal. Aktiviere Nemros versteckte Überwachungsgeräte.
Ach, jetzt weiß ich wieder, was ich machen wollte. So, das wollte ich machen. So. Alles klar. Gut gemacht, Agent. Das Abhörgerät funktioniert einwandfrei. Nemro kann nun nichts mehr vor uns verbergen. Der imperiale Geheimdienst kam zu dem Schluss, dass Nemros menschlicher Lieutenant Karels Jarvis das schwache Glied bei seinen Operationen ist. Ihr müsst den Mann manipulieren, bis er uns dient. Ich verstehe nicht. Er erschien mir nicht wirklich abtrünnig. Karels berät den Hutten schon seit Jahren und er sympathisiert mit dem Imperium. Er schätzt unsere Effektivität und sieht gerne Menschen an der Macht. Er wird unserer Sache dienen. Bedauerlicherweise verliert Karels zunehmend Nemros Gunst, während der Twi'lek-Lieutenant Todlasen ein aufgehender Stern ist. Ich möchte, dass ihr Karels aufsucht und ihm eure Dienste als rote Klinge anbietet. Tut, was nötig ist, um sein Ansehen bei Nemro zu steigern. Was hat Nemro gegen Karels? Karels Arbeit leidet aufgrund der Angriffe des Fatra-Clans. In Nemros Augen ist das nur eine inakzeptable Ausrede für sein Versagen. Noch eine Sache, Agent. Diese Operation hat die Aufmerksamkeit eines Mitglieds des Rats der Sith auf sich gezogen, die von Darth Yadus persönlich. Der Rat unterliegt nur der Autorität des Imperators selbst. Es ist eine seltene Ehre, dass eine Geheimdienstoperation solch ein Interesse auslöst. Wir brauchen keine Sith, die auf uns aufpassen, um unsere Arbeit zu machen. Passt auf, was ihr sagt. Wir unterstehen den Sith, ob ihr sie braucht oder nicht. Erstattet Bericht, sobald ihr herausgefunden habt, wie ihr Karels helfen könnt. Aufseher, Ende. So, ich beende jetzt hier den Part. Ich danke euch fürs Zuschauen. Wenn es gefallen hat, Däumchen, Abo und seid das nächste Mal wieder dabei. Bye, bye.